Aufstiegsrelegationsschlappe gegen Wolfsburg weggelächelt. Die Braunschweiger starten in die neue Saison als einer der Aufstiegsfavoriten. Auch wenn das nach außen offiziell nicht das Saisonziel ist. Der Gegner Düsseldorf in Weiß etwas forscher. Platz 1 bis 6 hat Fortuna-Chef Robert Schäfer ausgegeben. Und die Fortuna mit einem Blitzstart. 9. Minute. 1:0 für den Gastgeber. Das Dribbling von Nico Gieselmann super. Und die Abwehrleistung der Braunschweiger ganz, ganz schlecht. Marcel Sobotka muss dann nur noch einschieben. Kalte Dusche für Thorsten Lieberknecht und seine Braunschweiger. Und die Fortuna macht das richtig gut in der Anfangsphase. Lukas Schmidt beinahe mit dem 2:0. Braunschweig kommt dann aber. 43. Minute. Josef Bafo 1:1. Kurz vor der Halbzeit doch noch der Treffer. Und die Braunschweiger zeigen, wie es geht, wenn ein gegnerischer Spieler auf der Linie bei einem Freistoß klären möchte. 9 der vergangenen 14 Tore nach einer Standardsituation für sein Team. Braunschweig wird stärker und stärker. 60. Minute. Klasse Kombination in der Mitte. Nyman 2:1. Braunschweig dreht die Partie. Aber dieses Tor diskussionswürdig. Wir sehen jetzt beim Zuspiel vom Zug. Hier Nyman mit dem linken Bein eher im Abseits. Also der Treffer diskussionswürdig. Die Fortuna komplett unbeeindruckt, wird immer stärker. Und in der 79. Minute Florian Neuhaus. Ausgleich und das geht in Ordnung. Er in seinem ersten Spiel für die Fortuna mit seinem ersten Treffer. Der Schlusspunkt in der Partie, die gelb-rote Karte für den Moll, Ampelkarte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Die Partie endet 2:2. Es war ein großartiger Montagabend und eine gerechte Punkteteilung zwischen Düsseldorf und der Eintracht.